Jeanette Biedermann, seit 15 Jahren bekannt als Sängerin und Fernsehschauspielerin. Jetzt wagt sie sich auf neues Terrain. Sie spielt Theater, die Buhlschaft im Berliner Jedermann. Mehr über die begehrte Frauenrolle und das beschwingte Debüt auf der Bühne. Jetzt in ZIP. Und herzlich willkommen, Jeanette. Schön, dass Sie bei uns sind. Noch genau eine Woche. Am nächsten Donnerstag geht's los. Am 17.10. Premiere des Jedermanns im Berliner Dom. Wie stark ist das Herzklopfen? Also im Moment ist es für mich noch ganz weit weg. Ich verdränge das noch so ein bisschen. Aber ich denke mal, am 16. abends, da werde ich, glaube ich, etwas unruhig schlafen. Wie war das damals, als der Anruf kam? Es ist eine Rolle, die sehr, sehr begehrt ist, die begehrteste im Jedermann. Brigitte Gorotum besetzt sie immer mit ganz tollen Frauen. Wie war es, als Sie angerufen wurden? Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich weiß, dass wir gerade unterwegs waren und ganz viele Auftritte hatten und ich war unglaublich müde. Und dann kam Holger und sagte, weißt du, wer gerade angerufen hat? Also Holger ist mein Manager und sagte, Brigitte Grotemann hat gerade angerufen. Und ich so, was? Und dann hat er mir das alles erzählt und ich habe mich unglaublich gefreut. Und ich habe sofort zugesagt, alleine schon, um mit Brigitte zusammenzuarbeiten, weil sie ist für mich wirklich die Größte und ja, einfach eine ganz, ganz tolle Frau und dann dieses wunderbare Stück, es macht ganz, ganz doll viel Spaß. Gab es eine ganz gute Mischung vorher schon, Kathi Witt hat die Rolle schon mal gespielt, Jenny Elvers-Elbertshagen, Barbara Wusso. Wem würden Sie so nacheifern, was wäre so Ihre Richtung, die Sie spielen wollen? Also ich glaube, nacheifern ist ja grundsätzlich nie gut, ja, weil das bedeutet, dass man irgendwie etwas adaptiert und das nicht eigen macht, ne? Also ich habe Barbara bei einer Fernsehsendung zum Beispiel getroffen und die hat mir ganz viel erzählt und das fand ich ganz, ganz toll. Die hat mir auch gesagt, du wirst so Spaß haben und genieß es und liebe es. Es ist so toll, es macht so Spaß. Und sie hat so recht gehabt. Es ist einfach toll. Man kann sich wirklich in die Hände von Brigitte fallen lassen. Und ich arbeite mit so großartigen Schauspielern zusammen. Das ist einfach ein Fest, einfach zu nehmen, auch von deren Energie zu leben und dann sich einfach fallen lassen und es fühlen und da sein. Spaß haben. Ein paar Probenbilder auch mal, wo wir sehen, wie sie auf Händen getragen werden. Auch das macht wahrscheinlich toll, Spaß. Ne? Aber erst mal schauen wir uns ein kleines Stückchen ihres Lebens an. Denn vor der Buhlschaft gab es auch noch andere Rollen, die sie gespielt haben. So, jetzt gibt's noch einen Schluck grünen Tee und dann kann's losgehen. Sie lebt gesund, sieht blendend aus und hat Erfolg als Schauspielerin und Sängerin. Jeanette Biedermann. Vor 15 Jahren siegt die Berlinerin bei einem Talentwettbewerb. Sie bekommt einen Plattenvertrag. Ein Traum geht für sie in Erfüllung. Jeanette Biedermann gewinnt eine große Fangemeinde und zweimal einen Echo und 2004 eine goldene Kamera. Als Schauspielerin schafft sie in gute Zeiten, schlechte Zeiten den Durchbruch, spielt später auch in anderen Fernsehserien und sogar eine Hauptrolle im Bremer Tatort. Ich bin nicht nervös, ich bin sauer und du weißt genau warum. Hättest ja absagen können. Hätte ich nicht, du warst ja klug genug, es bei der Presse durchsickern zu lassen, bevor du es mir gesagt hast. Und unser Himmel steht still. Die 33-jährige Berlinerin ist seit Sommer 2012 verheiratet mit dem Löbauer Gitarristen, Songwriter und Musikproduzenten Jörg Weißelberg. Fast gleichzeitig beginnt ein neues Kapitel. Sie singt Deutsch mit der Gründung der Band Ewig. Das läuft ganz gut, also das neue Bandprojekt gemeinsam mit ihrem Mann. Wie ist es immer, gemeinsam auf der Bühne zu stehen? Also da zofft es ja manchmal auch wahrscheinlich und kracht so ein bisschen. Ist das dann weg, wenn Sie von der Bühne sind oder wird das hineingetragen ins Private? Ja, das will man immer hören, ne? Aber ich muss sagen, es ist echt langweilig, es ist schön. Es ist einfach schön, weil man hat so viel Vertrauen, man... Also auch im Songwriting, also wir sind ja ein Trio mit Christian Böhmkes, dem Bassisten, und der auch ein toller Songwriter ist, viel für Leif Erlin gemacht hat. Und wir sind, also Christian ist einer unserer besten Freunde und dann eben mit Jörg zusammen. Das ist so eine Vertrauensbasis, dass man sofort ganz offen sein kann. Ja, es gibt keine Hemmungen mehr, auch beim Songwriting zu sagen, oh Gott, ich traue mich das nicht zu sagen. Nicht, dass der eine denkt, was soll denn das jetzt? Sondern man ist sofort ganz offen. Und so ist es auch auf der Bühne, man ist einfach frei, vertraut und es ist schön. Und vor
allen Dingen sehen wir uns auch dadurch tatsächlich ein bisschen öfter. Also, du solltest wahrscheinlich immer verschiedene Sachen machen. Ja, zum Beispiel jetzt ist es wirklich so, jetzt haben wir wirklich 2 Wochen, bin ich immer früh ins Bett gegangen, weil ich früh aufstehen musste wegen den Proben und Jörg kam aber später aus dem Studio. Wir haben uns gar nicht gesehen, jetzt 2 Wochen. Es war so irgendwann morgens, wer bist du? Ach, wir sind, ja, verheiratet. Wir kennen ja all die Rocker, die nach so einem Konzert alle nicht früh ins Bett können, dann an der Bar noch irgendwo rumhängen oder mit den Groupies. Wie ist denn das bei euch beiden? Ja, mit den Groupies, du, da wird es aber Sänge geben. Nein, nein, der ist ganz fleißig im Studio und ja, ist natürlich auch unterwegs mit anderen Leuten und spielt und so, ist auf Tour. Aber nein, Groupies nicht. Er ist auch ganz vernünftig. Er ist ja auch keine 20 mehr. Ne? Schauen wir uns mal Ihre Groupies an beim Jedermann. Die tragen Sie in der Tat auf Händen. Wir haben ein paar kleine Probenausschnitte. Ach, in der Luisenkirche. Dann sehe ich es auch mal jetzt. Und schauen wir uns mal an, wie Jeanette Biedermann derzeit sich vorbereitet auf die Premiere am nächsten Donnerstag. Du bist mein Wohl, mein lieber Mann. Fühl mich wahrhaft herzenswürdig. Und wenn ich als kein Bub mehr bin, so zärtlicher ist drum mein Sinn. Mein Bub liebt frech und ohne Art. Ein Mann ist großmütig und zart, hat milde Hände und steten Sinn. Das zieht zu ihm die Frauen hin. Wenn eins gemahnt wär an den Tod und hätt Melancholie und Not und sähe auf deine Lieblichkeit, dem tät sein trübes Denken leid. Das Wort allein macht mir schon bang. Der Tod ist wie die böse Schlang. Die unter Blumen liegt verdeckt, darf niemals werden aufgeweckt. Du Süße. Du Süße. Du Süße. Da ist eine Menge Text dabei. Für mich nicht so, für Francis, ja. Ja. Aber ist das ein anderes Lernen, weil Sie sind ja als Serienschauspielerin gewöhnt, Texte zu lernen, schnell zu lernen. Ist das bei so einem Theaterstück was anderes? Nee, es ist insofern was anderes, weil das länger halten muss, ja. Also jetzt, wenn ich jetzt eine Szene drehe beim Fernsehen, dann ist es so, dass die Szene abgedreht ist und dann darf das wieder von der Festplatte verschwinden. Und, das ist bei uns Moderatoren auch so. Ja, ne? Und, aber hier muss es halt einfach eine lange Zeit noch erhalten bleiben. Und insofern musste ich das wirklich ganz stark auswendig lernen, damit es wirklich bleibt. Und, aber wie gesagt, ich kann mich nicht beschweren. Dass ich hab zwar ein bisschen Text, aber das meiste halt wirklich Francis zu bewältigen. Und das macht er wirklich großartig mit so viel Energie und Liebe und Herzblut und Kraft. Also es ist toll. Nun sagen viele, die Burschaft, die Geliebte übersetzt, ist die gefragteste Rolle im Jedermann. Was macht diese Rolle so attraktiv, auch für Sie so attraktiv? Sie hat den meisten Text als weibliche Rolle. Nein, ich glaube, was macht die Rolle so attraktiv? Ich glaube, sie ist ja so der Inbegriff einer Traumfrau. Ja? Und eine Traumfrau ist ja sehr individuell. Was deine Traumfrau ist, ist vielleicht nicht seine. So. Insofern kann jede Frau im Prinzip die Botschaft sein. Jede Frau ist eine Traumfrau für einen Mann. Und zweiteres ist natürlich das wunderschöne Kleid und das begehrt werden. Ja, und ansonsten für mich hat die Rolle halt einfach sehr viel Spiel auch, weil es auch ein bisschen darum geht, ja, I love you till I die, ja, oder ich gehe mit dir in den Tod, egal was passiert, so diese Romantik, folgt man jemandem am Ende wirklich bis in den Tod? Ist es fair, von jemandem das zu verlangen? Also da steckt ja noch mehr Tiefe drin als jetzt nur das Kleid oder nur das Begehrtsein. Also wenn Sie erleben wollen, wie hingebungsvoll Jeanette diese Rolle spielt, dann schauen Sie am besten vorbei. Nächsten Donnerstag geht's los mit der Premiere. Ja. Wir haben für den 21. Oktober, das ist dann der kommende Montag drauf, jetzt 3x2 Karten für Sie. Wenn Sie Lust drauf haben, schreiben Sie uns einfach. Kennwort Jedermann hier an die Redaktion ZIP in 14482 Potsdam. Gibt es ein Ritual vor der Premiere für Sie? Ist die erste Theaterpremiere? Irgendwas, was Sie machen? Talisman mit dabei? Das weiß ich noch nicht, das werde ich sehen, weil es ist ja eben das erste Mal. Und insofern, ja, ich gucke, dass ich meine kalten, spitzigen Hände unter Kontrolle kriege, weil die im Gesicht zu haben, ist vielleicht nicht so angenehm. Ich denke, ich werde ganz viel so machen. Okay. Und ja, ansonsten einfach Spaß haben. Ich habe heute einen wunderbaren Spruch gehört. Am Ende ist es Theater und keine Operation. Also einfach Spaß haben. Okay. Spaß haben, genießen und lieben. Wir drücken die Daumen, hoffen auf warme Hände und eine tolle Rolle, ja. Und viel Spaß Ihnen. Danke, Jeanette. Dankeschön. Und jetzt unsere ZIP-Tipps.